So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Tribulus Let's Play. Eine neue Runde Bausimulator. Und heute geht das mal richtig los. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir hierfür brauchen. Aber wir werden jetzt den Special-Auftrag Stadion machen. Dafür müssen wir als erstes den Vorarbeiter ansprechen. Erstmal muss er laden. So, Vorarbeiter ansprechen. Ist der oben oder wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Nee, J nicht. Escape. Uweia. Ja, genau. Hier können wir jetzt nämlich so ein bisschen rumtricksen. Hoffe ich. Was würde uns das jetzt kosten, wenn wir die Walze dahin bringen? Weil dann brauchen wir nämlich nicht mit dem Dingensgedönse dahin bringen. Fahrzeug. Nein. Fingerländer. Oh, Baustoffhändler. Garten haben wir sie gewährt. Baustelle 2. 1100. Nö, das ist mir zu teuer. Dann würde ich sagen, wir fahren da einfach mit dem Taxi hin. Nein, ja. Baustelle 2. Kostet uns 32 Geldeinheiten. Ab geht's. So, wo ist er denn? Hier übrigens kommt nachher auch noch was hin. Aber wir wollen mal wieder nicht zu viel im Vorfeld erzählen. So, hier so ein bisschen Car-Jumping. Und ich denke mal, in dieser Folge kriegen wir es gerade mal hin, dass wir die Walze hier anbringen. Herbringen. Whatever. Mal gucken. Du könntest ja ein neues Fahrzeug leisten. Das ist ja schön, dass ich das könnte. Will ich aber nicht. So, Vorarbeiter ansprechen. Bla bla bla. Grüß dich, Trivolo. Hallo, Trivolo. Gut, dass du hier bist. Nach dem Kauf des Walzenzugs habe ich mich erinnert, dass vor kurzem beim TUS Fuchsberg WB03 e.V. eine passende Ausschreibung gab. Die wollen ihren Ascheplatz zu einem richtig schönen Rasenplatz ausbauen. Und deswegen sind wir heute hier. Das klingt ja nach der perfekten Gelegenheit, allen im Verein zu zeigen, was wir drauf haben. Auf jeden Fall. Unterschätze die Aufgabe nicht. Alles klar, mache ich bis später. Tschüss. Tschüss. So, was haben wir jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Was ist denn da drin? Ich würde sagen, jetzt ist das Spiel schon wieder abgestürzt. Och nö. Ernsthaft? Ich glaube, das Spiel ist schon wieder abgestürzt. Verdammt. Oh. Keine Ahnung, also das Spiel ist jetzt auf jeden Fall wieder da. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, hier schicken wir erstmal, ist er noch dran? Ne, er ist noch dran. Wir sollen was machen? Transportiere 8 Kubikmeter Erde vom Kieswerk in den markierten Bereich, in Klammern Baustelle, und lade sie dort ab. Okay. Würde ich sagen, Fahrzeug. Kleiner Muldenkipper. Wie viel hat denn der noch an Bord? 7,8. Toll. So, da es kostenlos ist. Filmgelände Dorf. Aha, ziemlich kostenlos dahin. Weil vom Firmengelände Dorf aus können wir alles ein bisschen besser und angenehmer erreichen, was wir erreichen wollen. Weil dieses Firmengelände, auch wenn wir jetzt in die Stadt umgezogen sind, das ist halt das Schöne, es gehört immer noch uns. Und wir könnten, also wir haben jetzt wohl irgendwie im Dorf selber, das habe ich jetzt so festgestellt, da haben wir keine kleinen Aufträge mehr. Also das heißt, man hätte jetzt das Ganze ein bisschen rauszögern können. Ich muss gleich in die Ansicht wechseln. Man hätte das Ganze, glaube ich, ein bisschen rauszögern können mit dem Umzug in die Stadt. Hat dann halt über längere Zeitraum keine lukrativen Angebote. Also so wie jetzt haben wir ja hier schon so 50.000, 70.000. man macht es auch irgendwann nicht mehr. Oh, Monatsabrechnung war. Jetzt kann ich mir kein neues Fahrzeug leisten. Ja, so ein Ärger. Weil man fährt jetzt die Zeit über gar nicht mehr so in das Dorf rein. Man fährt eigentlich nur noch in der Stadt Fuchsberg umher. Und da, wie ich ja mal sagte, die Map dynamisch ist, ist das ziemlich schade, weil es hätte mich schon interessiert, was man da noch so für Baustellen dann bekommt und so und wie denn das Dorf nachher irgendwann mal aussieht. Auf jeden Fall finde ich das cool, dass das Navi mich schon wieder direkt zur Baustelle schicken will. So, ich denke mal, das nächste Fahrzeug, das wir uns kaufen, wird wohl der Bagger, der große. Oh, ich habe vergessen zu blinken. Ups. Ich denke mal, wir werden uns den großen Bagger als nächstes leisten. Oder den Radlader. Ja, nee, der Radlader ist nicht so gut. Lieber erst den Bagger. Oder wir müssen halt aufpassen, dass der Angestellte Aufträge zum Baggern macht. Weil der Radlader hat nämlich diese Baggerstufe 3.
So, den machen wir jetzt einmal voll. So, weil ich denke mal, dass wir die kompletten, ich denke mal, dass wir die kompletten 13 Kubikmeter jetzt auf die Baustelle knacken. Frag mich nicht warum, aber ich hab's im Gefühl. Nur diese Kurve hier, die ist echt beschissen. Die ist echt beschissen eingebaut, eingestellt, wie auch immer. So, Blinker an, natürlich. Selbstverständlich machen wir den Blinker an. Selbstverfreilich. So, und dann würde ich sagen, so, ein bisschen so, und dann los geht's. Hüa, Kamerad. Ja, das nächste, was ich mir dann auch immer so überlegt habe, ich habe ja mein Mikrofon ja immer noch hier so auf so einem Standfuß, ne? Deswegen hört man ja auch immer das so gut, wenn ich mal gegen den Tisch trete oder so. Also versehentlich natürlich. Dann hört man ja immer so wumm, wumm, wumm. Ja, und das Problem wäre halt mit dem Lenkrad, ich wüsste nicht, wo ich das Mikrofon. Mikrofon lassen soll. Weil da muss ich mir erst halt einen Ständer zulegen. Für das Mikro natürlich. Ein Ständer fürs Mikro, Mann. Oh, ihr wohl wieder denkt, gedacht habt. So, von links kommt kein Auto, von rechts auch nicht. Wie war das? Links ist frei, rechts bezahlt die Versicherung. Hahaha, ist immer so ein blöder Spruch. So, wir fahren jetzt. So. Okay, wir fahren jetzt halt nicht, dann machen wir halt doch erst Ausschreibungen. So, 26. Ich glaube, das hier ist so ein Ding, das wäre zum Beispiel ein Dorf. Aber 26.000, ich mach mal ehrlich. Oh, guck mal hier, Apartmentgebäude. Sowas möchte ich lieber selber machen. In diesem Falle, weil ich lange an dieser Baustelle knacken werde, Auftrag annehmen und da schicken wir einfach unseren Angestellten hin. Le Angestellte. Und irgendwie, glaube ich, verabschiedet sich das Spiel schon wieder. Na? Hallo? Jetzt geht's weiter. Ich habe keine Ahnung, was das für Ladehemmungen sind. Ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Apartmentgebäude, genau. Alter, 7 Minuten muss der da jetzt verdichten. Wie lange hätten wir gebraucht? Was habe ich mal so in etwa festgestellt? Man braucht immer ungefähr die doppelte Zeit von dem, die der Angestellte braucht. Und habt ihr gesehen? Ich habe in der Zwischenzeit mal geguckt, wie man das hier macht. Ne, wie man das denn... Hä? Aber trotzdem... Das schickt mich trotzdem falsch, weil ich weiß nur, wo das Stadion ist, aber... Was hat er denn für einen Schmerz, Alter? Ich komme eigentlich nur über diesen Weg an das Stadion. Ich meine, dass es komplett umzäunt ist. So, wir gehen natürlich in die Außenansicht. Freie Kamera. Oh. Alter, wie so ein Panzer. So, und dann laden wir hier mal ein bisschen mehr als 8 Kubikmeter ab. Nee, falsch rum. Nein, komm. Ernsthaft. Okay. Dadurch, dass ich jetzt einmal einen Rückwärtsgang reingemacht habe, oder? Natürlich, deswegen. So, dann direkt hier einfach mal so. Guck dich. Pff. 10 haben wir jetzt hier schon abgeladen. Alter, ey, dein Ernst? Wir haben 13 Kubikmeter hier abgeladen. Und das soll dir jetzt nicht reichen? Oh, nee. Kieswerk. 259, ist mir egal. Kinder. Da überlege ich jetzt, weil das ist nicht das letzte Mal, dass wir da hinfahren. Da überlege ich gerade, was kostet denn der rote, der große? Wenn wir den vielleicht nehmen. Wenn wir jetzt vielleicht wirklich sagen, okay, pass auf, wir kaufen den großen roten. Diesen Auftrag und weiteres. Ja,
Wir haben jetzt 212.000. Ich habe gerade leider keine Ahnung, was der große kostet. Und wieder hin zur Baustelle. Nee, weil da muss ich jetzt ehrlich sagen, da hatte ich jetzt keine Lust zu. Nur weil der jetzt 13 Kubikmeter in nicht mal 8 umrechnet. Danach sollen wir wohl bestimmt die Walze hierher holen. Aber das würde ich jetzt gar nicht mal sofort machen. Also wir brauchen... Alter. Wir brauchen auf jeden Fall mehr als einmal 8 Kubikmeter Kies hier. Oder Erde halt. Das habe ich so in Erinnerung. So. Einmal rückwärts. Einmal abladen. So. Mach den Bausteinbereich frei. Kleiner Gutmühlenkebab. Okay, machen wir. Fahre ich die Kiste einfach mal hier runter und irgendwie an eine Seite oder so. Lassen wir ihn einfach hier stehen. Und dann, ja, verdichte den markierten Bereich auf der Baustelle. Nee, werden wir nicht sofort machen. Wir werden jetzt einmal aussteigen. Den lassen wir einfach mal hier stehen. Zack, einmal aussteigen. Und dann werden wir einmal ganz kurz hier, wo haben wir es denn? Baustelle, nein. Fahrzeughändler Stadt, ja. Für 22 Euro, Dollar, Geldeinheiten, WoW Gold, keine Ahnung. So, was kostet denn der Große? 125.000. Scheißegal, einkaufen, ja bitte. So. Hätten wir da eigentlich auch jetzt einen Lehrgang für? Tatsächlich. Ist wahrscheinlich der gleiche wie bei dem anderen. Lehrgang Muldenkipper, kleiner Muldenkipper. Hm. Nee, auf den habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust, weil ist nichts anderes. So, den da rein. Und dann lassen wir uns den, nein, wir lassen uns den zum Firmengelände Dorf bringen. Weil wir müssen dann nachher sowieso wahrscheinlich nochmal halt zum Kieswerk und so. So, und wir setzen uns jetzt in das Fahrzeug. Tieflader-Zugmaschine. Tieflader-Zugmaschine. Dann werden wir einfach mal den Kameraden, werden wir hier mal einfach anhängen. Dann einfach gerade rausfahren. Dann die Walze einfach hinten aufladen und dann den Walzenapparat einfach da hinbringen. Wahrscheinlich geht es beim nächsten Mal los mit Walze hinbringen. Länger ankoppeln. Einmal die Stützfüße hoch. Stützfüße sind oben. Komm, wir können auch so ein bisschen so fahren. Dass wir gleich so ein bisschen... Ah, komm, bleib einfach so stehen. So, und dann muss ich jetzt überlegen. Nee. Auch nicht. Ah, der Shift und nach unten. Weil ich hätte jetzt auch gar nicht so recht gewusst, was der Hilfeknopf ist. Ja, das kommt davon, wenn man mit solchen Spielen einfach mal aus irgendeinem Grund eine Pause macht. Bei mir war es ja einfach, ich habe einfach keine Lust auf das Spiel gehabt. Ich hatte einfach mehr so Bock auf Minecraft, Minecraft, Minecraft. Und im Moment habe ich halt wieder so ein bisschen Bock auf alles. Ein bisschen Lust auf Minecraft, ein bisschen Bock auf Bausimulator, etc., etc. So, wir fahren jetzt die Walze darauf. Alter Schwede, ich habe uns jetzt aber mit dem Einkauf von dem Muldenkipper habe ich uns aber runtergewirtschaftet. Ich meine, gut, es kommen knappe 300.000 mit zwei Aufträgen wieder rein. So, jetzt auf und komm und jawohl. Ich fahre jetzt einfach bis hinten dran, weil ich meine, so macht man das auch. So, aussteigen. Kann ich jetzt eigentlich schon Ladung sichern. Wunderbar. Und dann fahren wir den hoch. So, die Folge wäre eigentlich gleich zu Ende. Aber wir werden jetzt noch zur Baustelle fahren. Da, Tau, gucken wir einmal auf die Karte. Sieht gut aus. So, den Weg, den er uns vorschlägt, den werden wir auch fahren. Und dann beim nächsten Mal werden wir walzen, 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 walzen und noch mehr. Und noch mehr walzen. Und dann eine Folge kann ich noch aufnehmen und dann ist erstmal Feierabend für heute. Dann habe ich nachher noch Livestream und so weiter und ein bisschen ja, ne, Vorbereitungen für großes Fest am Wochenende. Uiuiuiui.
Didi. Da ist die Folge eigentlich hinter sich. Wir fahren aber weiter. Es ist ja nur, damit ich ein ungefähres Zeitgefühl habe, wann 15 Minuten um sind. Keine Ahnung, wie schnell man hier fahren darf. Mit angezogener Handbremse. Und ich muss auf die andere Spur. Ich hasse es, wenn LKWs das im echten Leben machen. Oh, ich glaube, ich bin falsch gefahren. Ich muss auf die andere Spur. So, okay. Der andere ist da auch schon wieder auftragslos. Dem geben wir aber erst einen Auftrag. Oder den schicken wir erst. Was will er jetzt von mir? Alter, hat er den Auftrag schon wieder geswitcht. Das ist so langsam hier. Komm, dran vorbei. So, 150 km/h ist erlaubt. Das ist in Ordnung. Ach, 50. Oh, ja, okay. Ich fahre ja auch nur 81. 80. Komm, mit 80 durch hier, ne? Außerhalb der Stadt. Wir sind ja nicht mal in der Stadt. Also von daher. Das soll mal 5 Grad sein, wo man ja auch mal irgendwann ankommt. So, hier ist 50 eh vorbei. Das heißt, jetzt können wir auch wirklich Vollgas geben. Ja, okay. Vollgas heißt dann halt 80 km/h. Ja, ist dann eben so. Mensch, der Weg ist doch ganz schön weiter als gedacht. Aber ich hätte die Maschinen jetzt auch, glaube ich, nicht dahin transportieren können. Doch, ich hätte sie hin transportieren können, aber den Anhänger nicht. Oh, war ja. Kann ich das ahnen, dass einer von vorne kommt? So, fahr mal zu hier. Darfst 100 fahren, Digga. Was ist los mit dir? Was ist mit Carsten los? Carsten hat Diabetes. Ich konnte melden. Da haben wir es wieder. So, ich hoffe, der biegt. Ah, ich hoffe, der fällt gerade. Ich hoffe, der fällt gerade aus, weiter. Alter! Nein, er biegt ab. Boah. Boah. Also. Wer bleibt der nochmal stehen, ey? Ist mit dem nicht richtig. Ja, na. Der hätte stehen bleiben sollen, bleibt nicht stehen. Grrr. Ich will immer gar nicht wissen, was der Anhänger hinter uns macht. Solange er noch da ist, ist alles in Ordnung. Habe ich nicht im Let's Play auch schon mal einen Anhänger verloren? Also ich weiß, dass ich im dem normalen, also in meinem privaten Spielstand, auf dem ich übrigens 24 Stunden Spielzeit habe, dass ich da mal irgendwie vergessen habe, so einen Anhänger verloren habe. Den habe ich ja nicht mal vergessen, den habe ich ja verloren. Alter! Wie er wieder fährt. Ist ja unglaublich. So, die zweite links. Auch wenn das Navi sagt geradeaus weiter, ich fahre hier links rein. Weil ich meine das Gelände, also wie ich ja schon sagte, ich meine das Gelände ist komplett umzäunt. Bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. So, dann blinken wir mal rechts, ne? Rechts rum. So. Wir können schon mal in die Außenansicht gehen. Freie Kamera. So, sag ich doch, das Gelände ist komplett umzäunt. Was soll denn der Quatsch? So, wir stellen den Apparat, stellen wir hier einfach hin. Wupp dich, schwupp dich. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleib mir gewogen, bleib mir treu. Haut rein und tschüss.